So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World auf meinem Kanal. Wir spielen einfach ein paar zufällige Jump'n'Runs. Ich habe nämlich gerade Bock auf Jump'n'Runs. Und warum muss man da auf Gegenspieler warten? Kann ich da nicht auch allein rein? Warum muss man da auf einen Gegenspieler warten? Hier. So. Hoffe, ihr habt Spaß. Viel denkt am Ende an die Bewertung. Ihr könnt auch unsere besuchen. Okay, dann gehen wir erstmal in dieses Portal rein. Dann machen wir den ersten Checkpoint fertig. Den zweiten auch. Und fallen erstmal runter. Verdammt. Ach, scheiße. So, da haben wir den nächsten Checkpoint. Ich finde die Checkpoints hier schon mal sind sehr nah aneinander gesetzt. Aber es muss mich ja nicht stören. Wir gehen jetzt weiter hier runter. Ist bisher eine ganz lustige Map. So, zack. Hier kann man auch einfach durchspringen. Springen. Ist. Ich wollte das Jump'n'Run gar nicht verlassen. So, ein Mist aber auch. Weil ich wollte das nicht verlassen, aber irgendwie mein Gegenspieler hat verlassen und ich wollte halt drinnen bleiben. Ich glaube, ich hätte Linksklick drücken müssen. Ja, stimmt. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber scheiß drauf. Wir spielen jedenfalls die Runde jetzt hier weiter. Ja, rap. Und dann gucken wir doch mal. What the fuck? Bauzeit circa 7 Stunden. Das klingt lange. Wir müssen jedenfalls nochmal von neuem beginnen, weil wir haben den Sprung versaut. So, da gucken wir mal. Das ist der Kopf von Gomme. Oh nein. Blindheit bekommen, aber die ist ja gerade wieder weg. Ups. Ja, da hätten wir springen müssen. Ich dachte, man kann da einfach rüberlaufen. Yep. Mal so schnell kann man sich irren. Hallo, warum komme ich da jetzt nicht hoch? Ja, das erste Mal habe ich es ganz easy geschafft da hoch. Warum verlassen die immer das Jump'n'Run? So, keine Ahnung jedenfalls. Ich will vor allen Dingen einfach so Jump'n'Run random machen. Zack, und da haben wir es. Hui. Zack. Ich will halt random Jump'n'Runs machen. Und da will ich auch kein Duell haben. Weil auf Duell habe ich keinen Bock drauf. Auf Duells habe ich keinen Bock. Und zack, dann haben wir das hier geschafft. Ist hier irgendwo Checkpoint? Ja, in dem Palutenkopf. Und da haben wir Blindheit und 2 für unendlich. Lange. Damit. Oh, wir haben Sprungkraft 2. Auch. Und das kann einiges werden. So. Mit Blindheit ist man halt auch langsamer. Daran hätte der vielleicht denken sollen. Und zwar. Ich glaube, daran hat er gedacht. Aber ich komme trotzdem nicht mal annähernd dahin. Hä? Ich komme da gerade echt nicht weiter. Edgar, Minecraft, keine Ahnung. Hä, ich komme hier nicht weiter. Ich komme da echt nicht weiter. Okay, macht, muss man das irgendwie so machen. Ah. Jetzt verstehe ich. So. Folgt den Käfern. Ah, das soll ein Käfer sein. Innovative Idee. Zack. Und da haben wir den nächsten Checkpoint erreicht und fallen direkt erstmal runter. Und da ist ein Ungekopf. Bisher ist die Map ganz gut. Oh Gott. Kein Speed. Der Speed ist nämlich für PvP vorteilhaft. Aber hier finde ich ihn. Was? Keine Webcam kaufen. Happy Wheels. Kindergeld. Ach, das ist German Let's Play. Ach, deswegen keine Webcam kaufen. Nice, innovative Idee. Finde ich echt lustig. Oh, das ist der Kopf von Gamers Time. Ach. Zack. Gamers Time. Oh, da hätte ich springen sollen. Zack. Na, ah, komm rein.
Zahn der Trollen. 30 Jahre Stream. Nie Facecam. Seine Freundin, Varo 4. Ah ja, Kevin will seine Chance haben in Varo 4, ne? Weil dann Varo hatte ja gegen Izzy ganz dumm verloren und wisst ihr wie? Er hat statt seinem Schärfe-Schwert hat er sein Haltbarkeitsschwert benutzt und dadurch konnte dann Izzy nicht töten. Also es gab sogar Momente, da war Izzy auf einem Hall. Nee, das war nicht Izzy, sondern Halotri war's. Da war Halotri auf einem halben Herz und hat sich dann wieder gerackt und ja. Also richtig Pech gehabt, Gamers Time. War eine knappe Sache. Also richtig knappe Sache. Und ich glaube, er wird sich jetzt mal in Varo 4 wird er sich dann beweisen, was ist. Aber ich würde mich eher aufs Team freuen mit Trobo und Nilo. Jedenfalls hoffe ich, dass die ein Team machen werden. Und wir schaffen hier rein gar nichts in den Jump'n'Runs. Alter, immer zu früh springen wir ab. Immer. Zack. So. So ist doch schon einfacher. Ne. Zack. Wieso? Ich hab doch gesneakt. Ich bin doch gesneakt. Naja. Ach, verdammt. Das ist ein kniftiger. Das ist eine echte Knifte. Aber wenn man immer zur Seite wegspringt, dann funktioniert das doch nicht. Alter, scheiße, ist Jump'n'Run schwer. Also es ist wirklich, wirklich hammerhart, das da. Das ist ja schon Jump League Modul schwer. Verdammt. Ich kann keine Zeugensprünge. Verdammte Scheiße. Ist das hart. Warum reckt man hier denn nicht? Ah. Komm schon. Ich will dieses Jump'n'Run beenden. Lol, was war das jetzt? Zack. Zack. Und da haben wir den Checkpoint geschafft. Und da kommt ein Zander. Oh, jui. Und hui. Ja, der Zander, der war jetzt aber ziemlich einfach. Und Zombie, Tom Diddle, die Bissel. Der Zombie, der hat auch hier, obwohl er nicht im... verdammt. Darunter darf man nicht fallen. Zack. Ach. Der zum Dizzle hat auch sein eigenes Jump'n'Run bekommen. Finde ich lustig. Und wenn man da runterfällt, dann bekommt man ja Langsamkeit des Todes. Also wirklich. Da will ich wirklich nicht runterfallen. Also nicht normal, weil ich will... Niemals! Das habe ich nicht ernsthaft versaut gerade eben. Bei der, dort wo ich war, habe ich es doch nicht ernsthaft versaut, oder? So. Ach Mann, bin ich unfähig gerade. Unfähiger Schmalle. Was soll du aus dir werden, du Vogel, du. Zack. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Wieso? Ich krieg einfach die Scheiße nicht hin. Also wirklich. Ach Mann. Ja, Zombie, jetzt mag ich dich nicht mehr, weil dein Kopf ist zu schwer. Aber jetzt zieh mich holen, ne? Passt du dir? Nein, Spaß. Es ist doch nicht zu fassen. Wieso schaffe ich das gerade jetzt nicht? Warum habe ich auch den letzten Sprung versaut? So. So, da haben wir es. Und da haben wir einen Checkpoint erreicht. Ah, wir haben einen Enderpearl bekommen. Ja, easy, Alter. Und wir sind im Kopf von Gommel. Oh, der hat wenigstens ein bisschen Gehirn. Im Gegensatz zu den anderen. Ja, ich glaube, hier ist richtig. Zack, zack, zack. Jupp, da sind wir richtig. Und... Oh Gott. Zack, zack, zack. Welcher Kopf ist das jetzt? Ja, das ist der Kopf von den Erbauern, glaube ich. Stimmt, das sind die Köpfe von den Erbauern. Ich finde... Lol. Warum bin ich da bitte gestorben? Bin ich da irgendwie auf was Falsches? Habe ich da was berührt, was ich nicht hätte berühren sollen? Okay, dann müssen wir nochmal einen Doppelsprung ausführen. Zack, zack, zack.
Ach, ich habe den da berührt. Und den darf ich anscheinend nicht berühren. Boah, fieses Jump'n'Run. Fies, fies. Das ist richtig fies. Zack. Ach, verdammt. Du Kacke, das ist ja richtig schwer. Das ist eine miese Stelle. Das ist eine miese Stelle. Aber das finde ich auch geil bei dem Jump'n'Run. Dass es so miese Stellen hat. Nur den Checkpoint hätte ich weiter zurückgesetzt. Weil man kommt ja nicht mal zum Sprint hin. Wenn man dort ist. Und da. Keinen Rechtsklick drücken. Ja. Welcher Skin ist besser? Ich finde den da. Der ist besser. Ja. Pallegy Time. Warte. Welcher Teammate hat den ein Varo 2-3? In Varo 2, da hat der Palle. Und G-Time, genau. Unge und Bumsdoggy, ja, das wäre was gewesen. Bumsdoggy war leider nicht mehr drin. Bergmann hatte ja in Varo 1. Und Stege, ja, der hat nur einen Teampartner. Wer spielt aktuell bei Freedom mit Stand Folge? Ach du Scheiße. Ich errate jetzt mal per Zufall, dass es das hier war. Okay, es war richtig. Ich sag German, let's play. Richtig? Nice, weil wer sonst? Tomorrow, hat Messi das Handgelenk gebraucht. Stand. Mit einem Schaus? Ich sag ein hilfloses Kind. Okay, dann. Herzlich wird's. Okay, also ich würde sagen, das Jump'n'Run war richtig gut von der Kreativität. Die Sprünge waren auch entsprechend hart und es sah einfach geil aus. Also besser kann man es nicht gemacht haben. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Da würde ich mir auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Schmaluten.